Bowman, Nomad hier. Bin auf Empfang. Das ist Ihr letzter Einsatz, Nomad. Er wird gleichzeitig der schwierigste und entscheidendste. Auf Golem Island befinden sich alle gestohlenen Prototypen und Daten, die auf die Bodak-Schiffe gebracht werden sollen. Zerstören Sie die Fahrzeuge mit der Beute und durchkreuzen Sie den Plan der Bodaks. Dann suchen Sie Ihren Anführer. Sie wissen, was zu tun ist. Verstanden. Out. Ja, und damit herzlich willkommen zur letzten Mission und gleichzeitig die vorletzte Folge Operation Motherland hier auf HL Orpheus oder anders bekannt unter dem Namen Golem Island. Das hier ist nämlich alles eine einzige Region und hoppala. Und hier geht's dann auch relativ linear zu. Ah, hab ich dich gefunden, Ami-Schwein. Hör gut zu. Russland weiß von euren illegalen Aktivitäten auf Aurora. Und wir werden euch aufsiegen lassen. Wir haben überall Spione. Mischt euch nicht ein. Ich weiß, dass ihr nicht von der russischen Regierung seid. Viel zu nachlässig. Ihr solltet lernen, eure Spuren zu verwischen. Warum betreibt ihr den ganzen Aufwand, um denen eure Taten anzuhängen? Netter Versuch. Aber du hast nicht die geringste Ahnung, Soldat. Ich will Vergeltung für Russlands Sünden gegen mich. Ich lasse nicht zu, dass mir irgendein Ami-Schwein in die Quere kommt. Bowman? Bowman, Nomad hier. Hören Sie mich? Sie sind ja ein wahrer Sonnenschein. Die Bodak-Anführerin hat mich kontaktiert. Die wird uns noch viel Freude machen. Sie hat immer noch einen auf russische Gesandte gemacht. Das habe ich ihr schnell ausgeredet. Sie haben also Katja Maximowa kennengelernt. Ich habe sie gerade erst identifiziert. Sie ist eine russische Oligarchin. High Society, ganz nah an den hohen Tieren dran, bis sie in Ungnade fiel. Jetzt ist sie ein Niemand und bezahlt die Bodaks, um sich ihre Stellung zurückzuholen. Sie finanziert sie und führt sie an. Trotz ihrer Bemühungen konnten wir eine Verstrickung Russlands in dieser Sache verhindern. Es wird keinen Krieg geben, solange wir Maximowa aufhalten und neutralisieren können. Solange ich atme, wird hier kein Weltkrieg angezettelt. Die Schweine werden zahlen. Nomad out. Hoppala, da hatte ich wohl den Stummknopf nicht richtig gedrückt. Ist mir gerade erst aufgefallen, als ich ihn wieder drücken wollte, um ihn zu deaktivieren. Wo steigen wir denn aus? Rechts, gell? Ne, links. Okay. So, also wie du siehst, habe ich die KI-Kameraden für hier die letzte und damit schwerste Mission wieder aktiviert. Habe auch meine Kleidung wieder geändert und bin jetzt auch wieder als Echelon unterwegs. Meine Stimme ist irgendwie heute extrem rau, ich habe keine Ahnung wieso. War heute auch schon den ganzen Tag so. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung wieso. Ich vermute, dass es wegen dem Zeug ist, was ich momentan inhalieren muss. Und vergessen, wie das Zeug heißt. keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Zeug muss ich inhalieren. UDR heißt es. Wegen dem Husten, der seit Monaten nicht weggeht. Feuer auf mein Kommando. Rücke vor. Mein Ziel erfassen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Wolf erfasst. Cortison, so heißt das Zeug. Bestätigt, Wolf erfasst. Runter, da kommt eine Rakete. Ziel getroffen. Setze die Kampfdrohne ein. Ja, dann schieß doch mal, ey. Warum schießen die denn nicht? Meine Güte. Sie sind tot. Brauchen die einfach 5 Jahre, bis die mal anfangen zu schießen? Ich dachte, das wäre ein Simultanschuss. Naja gut, so mitten im Gefecht quasi. Die sind bestimmt auch noch der Rakete ausgewichen. Hätte ich besser die Simultanschuss-Drohnen benutzt. Gut, so, wo müssen wir denn eigentlich hin? Keine Ahnung. Erstmal hoch hier. Hoch hier! Oder
strahl mich nicht an. Ich sehe immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ach, ich muss ja erstmal den Einsatz anheften. Die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Feindliche Fahrzeuge aufspüren und vernichten. Ja, seht ihr, hier ist relativ linear. Hier gibt es immer nur eine Sache, die man machen muss. Ja, ja. Nur die Ruhe. Wir gehen dann erstmal Fahrzeuge vernichten und dann schauen wir weiter. Also ich werde das so machen, dass ich, wie die ganze Zeit auch, die normalen Missionen quasi als eine Folge mache. Und die letzte Mission, in der wir die gute Frau Maximova schnappen werden, die werde ich dann als separate Mission, als separate Folge machen. Wie wir es die ganze Zeit vorher auch schon hatten. Ist richtig anstrengend zu sprechen, merke ich gerade. Ach, das hat was. Schalte auf Nachtsicht. Was ist das denn hier? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Was ist das? Hier gibt's was. Ach, doch, ich war hier schon mal. Hier war ich schon mal. Hieran erinnere ich mich. Gut, dann Kommando zurück. Aber das Fahrzeug nehmen wir mit. Einsteigen. Alles einsteigen. Die Fahrt geht los. Bald alle drin sind. Ja, komm. Lust auf ein bisschen Spaß? Feuer frei! Bringen Sie Ihr Fahrzeug in Ordnung! Ich schieße! Gelungswechsel! Getroffen! Gelungswechsel! Beim Motorrad? Wo sind denn die anderen Fahrzeuge? Die fahren da hinten rum. Also eigentlich könnten wir hier rumfahren, aber ich weiß nicht, wo die nächste Mission ist. Ich möchte gerne möglichst am Ende möglichst relativ in der Mitte sein. So. Der letzte Todesschrei. Hallihallo. Na toll. Nee. Komm mal so zurück, wieder rein. Fahrzeug ist abgebogen. Los, fix it. Hat das Auto kein Motorengeräusch mehr. Plötzlich ist es ein Elektroauto. Nun gut, mir soll's recht sein. Erwischt! Feindlicher Bunker erledigt! Ziel getroffen! Okay, so, C4 haben wir dabei. Sogar MK2 C4. Das müsste genügen. Kann ich das eigentlich aus dem Fahrzeug heraus zünden? Das werden wir gleich feststellen. Ich kann sicher gehen, dass die Bollocks keine Beute bekommen. So, das nächste Fahrzeug ist einfach auf dem Weg wieder zurück. Oh, das kommt gerade. Sehr cool. Kommen die anderen auch oder stehen die? Die sind da in dieser Basis, was auch immer das für Fahrzeuge sind. So. Tut wirklich gut, denen ihre Beute abzunehmen. Ich hätte gern das Fahrzeug gehabt. Weiter ausgebrannt. So, wir werfen mal nochmal einen Blick auf die Karte. Okay, wir fahren einfach hier zur Hauptstraße und fahren die Hauptstraße entlang. Dann kommen wir ja hier vorbei. Wir könnten natürlich hier querfeldein
Und dann hier von oben angreifen. Hier ist ein Berg, wie es aussieht, oder eine Klippe oder sowas. Dann könnten wir von hier oben mit Raketenwerfern angreifen und die Fahrzeuge so zerstören. Ist zwar nicht sehr, sehr leise, aber müsste klappen. Wenn wir nicht unterwegs von einer Fahrzeugpatrouille erwischt werden. Jetzt bin ich auch noch verletzt. Oder? Ach nee, das war nur die Bandage, die da durchgeschimmert hat. Wie viel Glück kann man haben? Fängt ja gut an. So, die Hauptstraße hier. Ist das die Hauptstraße? Ja, gut. Schnelleres Fahrzeug wäre geiler, ne? Oder ein Motorrad. Ein Elektromotorrad. Die sind ja so übertrieben schnell. Das wäre mega. Ich will immer noch hupen können. Ich hab mich jetzt so dran gewöhnt, bei Fortnite hupen zu können. So. Sind wir hier schon so weit, dass wir abbiegen sollten? Ja, sind wir. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen mit dem Auto. Wenn nicht, laufen wir halt. Sehr dichter Wald. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. So, wieder hin. Gut. Perfekt. Kümmern wir uns erstmal um die Aufklärung. Nur damit uns nicht irgendwelche Sniper dazwischen funken. Hier wäre zum Beispiel einer. Da hinten ist keiner, aber hier. Haben wir noch einen hier irgendwo? Temperaturm negativ. Okay, das sind die Sniper. Gut, die kriegen wir. Kein Problem. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. Ziel auf den Scharfschützen. Bewege mich zum Ziel. Kann losgehen. Das waren nur zwei, ne? Scanne das Einsatzgebiet. Nee, mach das gut, jetzt nicht. Wir müssen wissen, was uns erwartet. Feuer frei. Ganz sachte. Geschütz voraus. Das war's. Wir haben alle erwischt. So. Sauber. Mal den da. Die Bodaks sind nur ein lächerlicher Haufen Strauchdiebe. Das war's. Nice. Alle Fahrzeuge zerstört. Sehr schön. Nächste Mission? Nächste Mission. Yay, Level Up. Bowman, Nomad hier. Alle Fahrzeuge mit gestohlener Technik wurden zerstört. Wir haben Maximova ihrer Beute beraubt. Jetzt sollte es auf Golem Island ruhiger zugehen. Nun können Sie den bestgeschützten Teil der Insel infiltrieren. Greifen Sie dazu das Haupttor von Maximovas Versteck an und sichern Sie es. Verstanden. Out. Was ist das hier? Schau nicht direkt rüber, aber wir kriegen Besuch. Setze die Nachtsichtbrille auf. Sicher? Dass ich hier noch nie war. Oder? Anheften. Liefer machen. Alle Gegner neutralisieren. Okay, gut. Geht verdammt weit runter. Was ist das? Nichts. Hier unten ist... Ah, da. Okay. Ist hier dunkel? Geht. Aber hier ist nichts. Zeit für die Nachtsichtbrille. Bisschen Munition und Gedöns. Da ist eine Kiste. Mit Scale-Credit, so wie mir scheint. Ja.
Ist das alles? Kann man da irgendwas machen hier sonst? Naja. Na gut. Das kann ja recht sein. Dann gehen wir wieder hoch. Aber cool, was man so alles entdeckt, wenn man nur mal ein bisschen querfeld einläuft und fährt. Da oben müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die wissen natürlich, dass hier von dort oben halt geschossen haben. So, wie weit ist das? 1,9 Kilometer. Wo ist unser Fahrzeug? Ich würde lieber mit unserem Fahrzeug weiterfahren. Nicht mit so einem knallroten Teil. Da oben. Ist zwar schon ein bisschen ramponiert, aber ist besser als Signalfarbe. Was sie die fehlt. Hey Kozak! Ich vermute, der hat sich da unten festgebackt, deshalb fahre ich jetzt einfach los und lasse den sich hin teleportieren. Da ist er. Erstmal gucken, wo wir. Nee, nicht. Ach, verdammt, müssen wir da durchfahren? Das wäre natürlich doof. Ich könnte mich einfach dahin beamen, aber. Ich mach mal was ganz Dummes. Aber ich habe gerade Bock drauf. Ja! Und Feuer frei! Bam. Nein! Da wurde ich schon weggeknallt. Oh wei. Das Ding fliegt jede Sekunde in die Luft und niemand belebt mich wieder. Dann war es das jetzt. Das Ding explodiert und dann bin ich tot. Zack. Ah, schade, dass ich so schnell da weggeknallt wurde. Wäre cool gewesen, wenn es geklappt hätte, aber ich wollte jetzt auch nicht den ganzen langen Weg außen rumfahren wieder. Deshalb, ja, hätte mich können durch die Basis schleichen, hätte unnötig lange gedauert. Ach, das ist das Ding hier direkt an dieser Mauer. Hier möchte ich eigentlich nicht hin. Wobei doch, das ist eigentlich eine gute Seite. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in die Lava tritt, die da überall rumsteht, vor allem, genau. Diese heißen Erdeflecken. Da unten haben wir auf jeden Fall ein Auto, mit dem wir die paar Meter überbrücken können. Und dann können wir uns dort in der Basis wieder leise bewegen. Steig ein! Wollte ich erstmal noch die Umgebung angucken oder so. Puff, puff. So, wenn ich mich recht entsinne. In Motherland ist die Tür hier hinten zu. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Das heißt, wir müssen doch von der anderen Seite ran. Okay, das ist. Schade. Müssen wir doch raus von der anderen Seite ran. Aber meine Idee war, normalerweise steht an diesem hinteren Eingang halt nur eine Wache. Und von da aus wären wir einfacher reingekommen als über den Haupteingang, wo viele Wachen sind. So ein Wachturm und Patrouillen und so weiter. Haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug, mit dem wir fahren können? Da. Auf der anderen Seite vom Hügel. Dum, 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 dum. Da haben wir eine Patrouille, aber Outcasts. Können
Operativ, auch vom erhöhten Punkt aus, könnten wir theoretisch. Ist aber ein gutes Stück. Also ich versuche mich einfach mit der Tarnung reinzuschleichen. Das müsste eigentlich gehen. Wenn wir jetzt Scharfschütze gespielt hätten, hätte ich es vielleicht vom Berg aus hier versucht, alle wegzusnipen. Einen auf Hitman Sniper gemacht. Ich scanne die Umgebung. Aber so. Ziemlich gut. Naja, so gut war das gar nicht. Ich nehme mal diese Mutantschuss-Drohne und mach den da hinten weg. Ah doch, Mist. Jetzt geht er weg. So, warten wir mal, bis der Funker da hinten rumkommt. Das war doch ein Funker, oder? Da, ein Drohnenträger. Richtig gut. Puff, puff, puff. Dann machen sie alle weg. In der Tat. Ganz wohl fühle ich mich hier nicht. Wieder. Achso, der da hinten hustet noch. Da kam dem nochmal so. Wie viele Drohnen habe ich noch? Zwei. Ich schätze mal die Lage ab. Ja, bitte. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Wie sieht denn? Okay. Ja, den können wir wegnehmen. Oh, der ist aus dem Spiel. Den Hintereingang. Nein. Gutes Ding, Ghostlead. So. Da haben wir noch was? Ich würde mal gern wieder schauen, wie es so ausschaut hier. Ich wüsste auch gerne, wo hier die Tarnungspunkte sind. Ach, da ganz da hinten, okay. So, da wäre. Ja, vier Gegner da hinten. Allein im Außenbereich. Ich verschaff mir einen Überblick, Ghostlead. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Hä? What? Nein! Tja, das war. Dumm gelaufen! Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Ich halte mit ein.
Bin ich jetzt verletzt oder nicht? Hab einen erwischt. Ja, scheinbar nicht. Team, Feuer frei. Feuer frei! Ach, ich hab den Ton nicht mehr ausgewählt. Der Feind steht vor der Tür. Verstanden, jetzt oh. Wie hat der mich denn gesehen? Nein! Jetzt bin ich aber verletzt. Ich scanne das Gebiet. Ja, Granate, mach mal. Eieiei. Bleib wachsam, bleib wachsam. Wo haben wir denn den Generator? Habe ich noch gar nicht aufgedeckt, ne? Generator, Generator, Generator. Wo ist der Generator? Da, Generator? Nein, verdammt. Schlecht. Hätte ich brauchen können. Das ist kein Generator. Okay. Such die Umgebung an. Ich hab was für euch. Der ist weg. Da hinten ist noch einer. Ach, das ist Vasili. Schlagt euch! Von der Seite! Sucht die Umgebung an! Oh, von der anderen Seite! Oh, von außen, von außen! Weit ausgeschaltet! Echt? Ich will hier rein. Damit ich das hier mal. Ich kann noch nicht, verdammt, meine Klassentechnik ist noch nicht aufgeladen. Von außen war auf jeden Fall jemand. Ich weiß aber nicht wo. Ich kann ja mal eine Sensorgranate in die Richtung werfen. Oben? Fixit ist zu Boden gegangen. Das ist schlecht. Angetroffen. Das ist doppelt schlecht. Der Generator. Die Gegend ist sicher. Die Tür steht weit offen. Da war der Mörser wohl ein wurde als Gegner markiert wohl, nehme ich an. Jetzt ist die Tür auf. Cool. Sehr gut. Alles klar, dann. Ne, der Mörser war vorher schon kaputt. Bowman, Nomad hier. Der Weg ist frei. Ich bin sicher, dass sich Maximova nahe des Lavadukts versteckt. Ohne Autorisierung kommen sie aber nicht durch die Sicherheitstür. Ich habe den Bollack-Funk abgehört und erfahren, dass es noch ein einziges Fahrzeug gibt, das elektronischen Zugang hat. Stehlen Sie es. Nur damit kommen Sie rein. Verstanden, Art. Trojanisches Pferd. Ach da. So. Wir müssen ein bestimmtes Fahrzeug stehlen und abliefern. Und das kriegen wir hin. Ich würde aber erstmal die schwachen Spritzen gegen die starken Spritzen austauschen. Das kann ja nicht sein, dass ich mich zweimal spritzen muss, um voll zu sein. Irgendwo in der Prototyp-Werkstatt. 2,5 Kilometer. Und hier haben wir ein knallrotes Gummiboot-Auto. So eins, was ich eigentlich nicht fahren will, aber was soll's. Aber laufen will ich 2,5 Kilometer garantiert auch nicht. Ah, da hinten ist ein anderes. Wo sind denn wir? Ah, da kommen sie. Team, zu mir. Team, zu mir. Kommt zu meiner Position. Verstanden. Sind fest da.
Dun, 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 dun. Fury fehlt. Da kommt sie. Ich hoffe, die Prototyp-Werkstatt liegt nicht so komplett im Nebel. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was die Prototyp-Werkstatt ist. Oh doch, ich glaube, ich weiß es. Oh nee, bitte nicht. Bitte la... Oh shit. Bitte lass es nicht das sein, was ich denke, dass es ist. Aber ich glaube, das ist es. Ganz am Rand von Golem Island. Da waren wir schon mal. Erinnere ich mich. Große Basis. Ja, da waren wir bei den Klassenherausforderungen. Oh Gott, Minen! Well, Moment. Kann ich da hoch? Per Fallschirm reintroppen oder so? Ja, wäre theoretisch möglich. Das sieht zumindest mal danach aus. Ungern über die Brücke fahren. Außerdem würde ich, bevor ich irgendwie da reingehe, erstmal wissen, wo ich überhaupt genau hin muss. So, hier haben wir Patrouille. Schützturm. Raketenschütze. So, hier stehen Fahrzeuge. Ist es eins von denen? Negativ. Ich weiß, dass da drüben, da ist ein Wasser. Da drüben, wir haben da Sniper, Sniper. Hier ist diese halb getarnte Drohne. Da ist ein Fahrzeug. Mit dem autorisierten Fahrzeug komme ich durch das Tor. Ich hoffe, ich kann bis hier hin. Ich hoffe, ich kann da oben drüber bis da hinten hin. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr... Oh, shit. Bisschen heiß da. Es wäre sehr gut und sehr freundlich, wenn ich das könnte. Könnte ich nämlich einfach durchfahren. Aber eine Sam-Stelle. Ich glaube, sieht gut aus, oder? Nur aufpassen vor den Snipern. Gar nicht geguckt, ob auf dem großen Dach auch jemand ist. Nee, da ist niemand. Gut, gut. Gut, Knut. Also, jetzt kommen wir nicht zum Ende dahin, oder? Doch, 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 das sieht sehr gut aus, sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind da bestimmt überall Minen, die man nicht anders deaktivieren kann, außer drauf zu schießen. Aber ich muss ja nur da durchkommen. Hier sieht man die Minen wenigstens gut. Ich muss ja nur da hinten runter. Technikleiter immer noch nicht bereit. Aber guck mal, hier sind sogar Tarnungspunkte. Aktivieren wir die Tarnung. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Das ist bestimmt nützlich. Okay, nur 3 Gegner. Ich habe leider nur noch 2. Stark in der Unterzahl. Vorsicht. Ja. Ist aber nicht weiter schlimm. Feuer auf mein Kommando. Auch ohne Ravens Rock sind wir immer noch besser. Feuer auf mein Kommando. Ich sagen. Mein Ziel erfassen. Roger. Den auch noch. Ich bin schussbereit.
Dass die jetzt alle schussbereit sind. Raketenschütze in Sicht. Ah, sehe ich den nicht. Okay, Ghost Lead. Alles sauber. Nice. Gut geschossen. Ich hätte die Tarnung vorher deaktivieren sollen. Wäre besser gewesen. Aber... So. Ich verschaff dir einen Überblick. Ja, bitte. Mach mal. Hier ist sonst niemand mehr. Ich hoffe, dass das Fahrzeug stabil genug ist. Der Scan zeigt einen Haufen Feinde. Auf das Schätzchen muss ich gut aufpassen, bis ich durch die Sicherheitstür bin. So, wo muss das Ding hin? Dorthin, wo wir gerade waren. Okay. Das heißt, wir müssen hier rum, raus und an der Hauptstraße nach links. Und dann die nächste Nebenstraße wieder nach links. Okay. Auf geht's. Hey, sieh da! Rakete! Hinter dem! Ich muss weg hier! Ihr dürft ruhig schießen. Hallo! Eieiei. Oh, ein Heli. Wo kam der denn her? So, hier nach links. Und dann die nächste Seitenstraße wieder nach links. Die Serpentinen hoch. Halt so dumm, dass die wissen, dass wir Feinde sind. Als könnten die da reinsehen. Das ist so dumm. Naja, es ist wie es ist. Bumm. Da hoch. Oh weia. Viererpatrouille voraus. What the fuck? Ja, schieß doch! Was macht er denn? Warum schießt er denn nicht? Willst mich verarschen? Du willst mich doch verarschen! Warum dreht er den Turm wieder zurück? Warum schießt er nicht? Weil die Fußsoldaten näher waren oder was? Weil die Fußsoldaten ja so eine große Bedrohung sind, wenn ein Kampfhelikopter hinter dir fliegt. Meine Güte. Oh, Alter. Kriegst du was zu viel, ganz ehrlich. Da kriegst du was zu viel. Immer wieder einen anderthalben Kilometer rennen. Toll, dankeschön. Da kriegst du echt was zu viel. Warum dreht er den Turm? Warum schießt er nicht? Auch Auszeit von euch. Ihr Nutzlosen. Aufpassen, da sind welche in der Nähe. Ja, zwei. Ich sehe es. Guter Schuss. Ich glaube, das war's. Hallo, Outcast-Freunde. Ihr braucht euer Auto bestimmt nicht mehr, oder? Erewhon riecht langsam wie eine Umkleidekabine. Ich bin nur froh, dass ich rauskomme und was zu tun habe. Ich kann nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Im Beifahrersitz geht's. Und ein trockenes Bett. Machen wir es eben so. So, ab geht's. Machen wir wieder genauso wie eben. Hat ja ganz vorzüglich geklappt. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Heli hinter mir fliegt und eine Patrouille vor mir ist, dann... das hier, wo ich hoch bin? Nee. Oder? Nee, daneben. Ja, dann bleibe ich stehen oder fahre sogar ein Stückchen zurück, damit die Fußsoldaten nicht näher kommen. Kann ich mit dem Auto da durch? Geht das? Ja! Komm schon! Jawohl! Uiuiui!
wissen ja, wo das Fahrzeug ist. Da habe ich nun nicht aus Versehen volle Karacho in die Mine fahren. Das wäre ganz ungünstig. Ich dachte, ich hätte gerade Minenpiepsen gehört. Aber war wohl nur das Auto. So, da vorne irgendwo waren die Minen. Ich steige jetzt hier mal aus. Will nicht riskieren, dass die noch irgendwie mitbekommen, dass da ein Auto rumfährt. So, da sind die Minen. Einmal weiträumig rumlaufen. Dann darauf hoffen, dass Fury wieder ihren Scan macht. Fury, du darfst. Fury, wo bist du? Team, zu mir. Sammelt euch bei mir. Wir gehen sofort los. Ich beschaff dir einen Scan. Feuer auf mein Kommando. Keine Überraschungen mehr. Bringe mich in Position. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. So, eins. Wir sind stark in der Unterzahl. Und zwei. Deutliches Ziel im Visier. Und den da hinten nehme ich auch noch mit. So, ich wieder drei habe. Und den. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Roger, bin unterwegs. Bereit, Ghost Lead. Sehr schön. Alle tot. Rock'n'Roll. Und wieder vergessen, die Tarnung auszumachen, ist aber wurscht. Wenn eh kein Gegner mehr da ist. Ich weiß zwar nicht, wo ich verletzt wurde, aber scheinbar war ich verletzt. Okay, schauen wir mal, was wir hier. Auf das Schätzchen muss ich gut aufpassen, bis ich durch die Sicherheitstür bin. Und Feuer. Gleich kommt eine Rakete. Shit, muss weg. Zu spät. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Hä, was war das denn? Das Spiel. Wurde der Soldat gerade vom Geschützturm weggeknallt? So, Heli ist auch weg. Sehr gut. So. Ich würde das Ding gerne reparieren. Ich habe doch einen Schneidbrenner. Geht das damit nicht? Battlefield geht das. So. Also, wenn wir auf die Serpentinen fahren, dann kommt der nächste Heli. Ich gebe schon mal den Feuerbefehl. So, kommt jetzt der Heli? Vielleicht soll ich rückwärts fahren. Ist zwar langsam, aber dann ist die Kanone wenigstens schon... Feuer! 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 Meine Fresse. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, schieß! Schieß doch! Meine Güte! Alter Schwede! Gut, dass ich wusste, dass der Heli kommt. Ich hoffe, da kommt jetzt sonst keiner mehr. Ich hoffe echt, da kommt sonst keiner mehr. Sonst haben wir ein ganz dickes Problem. Schieß! Nochmal! Eieieiei! So, und da müssen wir durch. Das ist wohl diese Tür. So, wir sind drin. Nice. Den Rest gehe ich zu Fuß. Nice.
Gut, ich weiß nicht wohin, aber den Rest gehe ich wohl zu Fuß. Ich vermute hoch. Bowman, Ito, Nomad hier. Ich komme Maximova immer näher. Sie bereitet vermutlich gerade ihre Flucht vor. Der Drohnenschwarm ist ein riesiges Problem. Wir kommen nicht rein. Vielleicht können Sie das Sicherheitssystem hacken und beide Probleme lösen. Verstanden, Art. Ja, okay. Drohnenschwarm deaktivieren auch noch. Ja. Ist das alles hier? Genau. Das Zielgerät ist die Antennenstation. Die ist... Bin ich doch schon zu weit vorgeprescht? Ist das unten oder oben? Meine Güte, Drohne bitte. Da unten, das Ding. Wer hat hier nichts zu melden? Außer die Gegner natürlich. Tatsächlich sind es nur die Gegner, die nichts zu melden haben. Maximova wartet auf den Fluchthubschrauber. Sie wird sicher enttäuscht sein, wenn ich ihren Navigationscomputer störe. So, was müssen wir tun? Noch ein Ding hacken, so wie es aussieht. Jetzt habe ich extra Echelon ausgewählt und... Alles ruhig hier. Das war verdammt nah. Das hat sich verdammt nah angehört. ja, spiele die ganze Zeit nur im Sturmgewehr und lade deswegen die Fähigkeit nicht auf. Aufzug wäre schön. Und laut wahrscheinlich. So, wenn Fury jetzt ihren Scan machen könnte. Bam. So geht das, Boss. Ich sehe meinen eigenen Scan. Ich will nur wissen, ob da unten jemand ist. Keiner. Gut. Rutsch doch! Warum? Mann am Boden! Ui, das war knapp. Gucken, ist hier noch irgendwas? Da hinten ist eine Kiste. Stimmt. Er hätte auch einfach mit der Drohne gucken können, ne? Eben. Okay, hier oben scheint sonst niemand mehr zu sein. Gut. Schnapp ich mir noch die Kiste. Irgendjemand habe ich irgendwo entdeckt. Der Vorteil, wenn man mit Echelon-Klasse mit... Ah, ja, da. Gutes Ding, Ghostlead. Habe ich nicht gut aufgeklärt. Da ist der Generator. Ja, prima, wenn wir den ausschalten. Kann ich nicht da drüber? Muss der Knopf zum Ausschalten? Da. Perfekt. Das sind nämlich die Geschütztürme außer Gefecht. Wir müssen uns aber sputen. Wir haben nämlich nur 12 Minuten, um darüber zu kommen. Och nö. Flugdrohne. Kann ich so weit? Geht das? Geht das so weit? Es ist weg. Toll. Da ist er. Es ist wieder weg. Mann! Die ahnt das. Die riecht das, glaube ich. Ist da hoch? Nee.
treffe die so nicht. So, aber. Was? Oh nein, die haben die Leiche entdeckt. Oder die Flugdrohne ist gerade auf dem Soldaten gelandet. Kann natürlich auch sein. So. Haltet die Augen auf. Wir sind nicht allein. Sie sind nicht allein. Nicht allein. Oh, hallo. Komm, gib mich so an. So, wo ist das Ding? Da ganz. Das heißt, ich muss da hoch. Erstmal Tarnung auffrischen. Aufladen. Was? Ach, sehen die den von unten, verdammt. Feuer auf mein Kommando. Bin unterwegs, Boss. Gehe auf Nachtsicht. Bin schussbereit. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Minuten, ja, easy. Brauchen nochmal. Willst du aufladen? Ist hier immer noch zu dunkel? Oh, geht. Sieht aber cool aus, auf jeden Fall. Oh, oh. Alle ausgeschaltet, Boss. Volltreffer. Solide Arbeit. Drohnenschwarm deaktiviert. Jetzt können die Outcasts sicher rein. Zeit, Maximovas Flucht zu verhindern. Oh, die Zeit läuft immer noch weiter. Deswegen müssen wir nochmal da runter. Können wir da irgendwo Fallschirmsprung runter machen? Das wäre ganz nett. Da vielleicht. Geht das? Könnte gehen. Na gut, toll. Eieiei. So. Und bitte Team nochmal bei mir einsteigen. Gegner? Aktiviere Nachtsichtgerät. Ja, war ein Gegner. Richtig gut. Einfach mal auf Verdacht draufgeschossen. Weil es hier kein Friendly Fire gibt. Ich schätze mal, die Lage. Nein, steig ein. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Nicht die Lage. Oh mein Gott. War vielleicht doch gar nicht so schlecht. Nachtsicht an. Ich meine, die Dinge habe ich ja alle deaktiviert, oder? Ich hoffe zumindest. Team zu mir. Team zu mir. Bei mir neu gruppieren. Okay, okay, sind auf dem Weg. Wenn ich noch länger auf die warte und die nicht kommen, dann ist die Zeit abgelaufen. Also wenn die jetzt nicht in den nächsten 5 Sekunden hier um die Ecke kommen, fahre ich los, lass sie zu mir beamen. Okay. Ab geht's. Ist das auf einmal so dunkel? Ja, dann stehe ich aber richtig.
ist immer noch unentdeckt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, hackt er jetzt oder? Ich dachte, er ist schon am Hacken. Mein Gott. Ihr Navigationscomputer ist offline. Maximova kann nicht mehr entkommen. Perfekt. Ich schalte auf Nachtsicht um. So, dann warten wir auf den Funkspruch von Bowman. Bowman, Ito, Nomad hier. Der Drohnenschwarm ist deaktiviert. Maximova hat sich in ihrem Versteck verschanzt. Sie weiß, dass sie nicht entkommen kann. Meine Leute sind auf dem Weg. Sie werden bald auf Golem landen. Sie entpuppt sich als echte Nervensäge. Um an sie ranzukommen, müssen wir die Behemoth-Drohne zerstören, die den Zugang bewacht. Warum benutzen die immer alle? Das ist nicht besonders kreativ. Umso besser für uns. Damit kommen wir klar. Stimmt, nur mal dort. Okay, Behemoth. Das ist nicht der einzige Weg. Niemand muss sterben. Guck einfach weg und ich mach dich reich. Vergiss es. Du entkommst mir nicht, Maximova. So, dann rüste ich mich aber erstmal aus mit C4 haben wir noch ein bisschen. Simultanschussdrohnen sind eh leer. Wobei, aber hier. Dann hier die AMK1. So, das müsste alles sein, was wir brauchen. Können wir hier? Ne, können wir nicht. Okay. Der Einsatz. Der letzte Beschützer. Die Behemoth-Drohne. Team zu mir. Team zu mir. Zu meiner Position. Willkommen. Setze die Nachtsichtbrille auf. Ich sehe aber nicht, dass die kommen. Ich habe das dumpfe Gefühl, die sind ein bisschen verbuggt. Wo sind die? Ich mach die mal alle außen nochmal an. Scheint mir nämlich tatsächlich verbuggt zu sein. Reicht das schon, oder? Nee. Ich muss die einmal ausmachen, reingehen und kann es auch so machen. Und jetzt nochmal. So. Das sind sie da. Gut. Okay. Na dann. Wir eröffnen den Kampf mit einem Raketenwerfer. Team, Feuer frei. Zeig sie! Ich bin verletzt! Ich sagte doch Team Feuer frei, oder? Ich werfe Handgranate! Geschieht Ihnen recht. Ist das ein freundlicher Heli? Ja, sieht so aus. Das war ein freundlicher Heli. Der kann rennen doch. Als sonst, oder? Warum sind Drohnen immer so groß wie das Ego der Verbrecher? Fertig. Bowman, Nomad hier. Schießen Sie los. Nomad, Sie müssen Maximova ausschalten. Verhandlungen mit ihr wären zu riskant und würden unsere Anwesenheit auf Aurora verraten. Das wird den Outcasts nicht gefallen. Die möchten Maximova öffentlich den Prozess machen. Aber das geht nicht. Verstanden, Nomad out. Nun, das werden wir natürlich nicht tun. Nomad, hier ist Ito. Ito, ich höre. Legen Sie los. Ich schätze, Sie haben Befehl, Maximova zu töten. Aber ich bitte Sie, das nicht zu tun. Nehmen Sie sie gefangen und übergeben Sie sie den Outcasts.
Wir müssen sie vorzeigen können, um glaubwürdig zu bleiben. Und wir haben einen Prozess verdient, um die Bodaks international zur Rechenschaft zu ziehen. Das darf nicht auf die Outcasts zurückfallen. Hören Sie, Sie haben schon so viel für uns getan und ich bringe Sie ungern in so eine Position, aber das Leben ist nicht schwarz und weiß. Menschenleben sind in Gefahr, wenn Sie das professionell lösen. Lassen Sie den Menschen von Aurora ihre Gerechtigkeit. Ich werde tun, was ich kann, Ito. Nomad Art. Ja, genau das werden wir auch tun, denn wir werden sie auf jeden Fall gefangen nehmen. Augen auf, wir haben Gesellschaft. Denn, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe im Playtest quasi schon das Ende gesehen, wenn man alle tötet. Und jetzt will ich noch einmal sehen, wie es ist, wenn man alle nur gefangen nimmt, auch wenn es gegen den Befehl von Bowman ist. Aber ja, wie gesagt, das passiert in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir dann Bowman, Maximova gefangen nehmen. Hab ich dich endlich, Maximova. Musste er das noch was sagen? In der nächsten Folge werden wir Maximova gefangen nehmen und ja, bis dann, mein Freund, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.